Heute machen wir ein Roast Beef mit Kräuter Senfkruste. Ich habe ein schönes großes Stück Roast Beef von 1,4 Kilo besorgt. Darum machen wir, das braten wir erst an und dann machen wir eine Kräuter Senfkruste drumherum und backen es im Ofen. Und dazu mache ich ein Kartoffelgratin. Wie das geht, seht ihr beim nächsten Mal. Ich wünsche viel Spaß beim Zuschauen und guten Appetit. Wir sehen uns. Senfkruste, die dann auf das angebratene Fleisch oben drauf kommt, zurecht. Dazu haben wir hier 120 Gramm Butter, die habe ich schon mal weich werden lassen, damit man alles gut vermengen kann. 100 Gramm Semmelmehl, 100 Gramm Dijon-Senf und ein halbes Bund Kräuter der Provence mit 3 Zehen Knoblauch. Das mischen wir jetzt alles zusammen für die Kräuterkruste. Nehmen wir die Butter und das Semmelmehl rein. Kommen die Kräuter der Provence rein. Und kommt der Dijon-Senf rein. Auskräften hier, das war alles rauskriegen. So, wir haben jetzt hier ein schönes Stück Rostbeef von 1,4 Kilo. Das reiben wir jetzt mit Aktivator nach Stefan Markwort ein. Das sind 5 Teile gutes Salz und ein Teil Zucker, damit das Fleisch aktiviert wird. You put your keys on the table and hurry up by the stove. The radio is your company. So, das lassen wir jetzt hier ein bisschen liegen und sich akklimatisieren, denn Fleisch darf man ja nicht gleich aus dem Kühlschrank nehmen und anbraten. So, jetzt braten wir das Fleisch von allen Seiten schön an. Hoping tomorrow you'll find a way. Heaven knows you've tried.
when you feel so tired. Waiting and hoping for life to turn around. Another unknown platform, no destination in mind. No matter where you are going to. So, jetzt machen wir das Flash-Thermometer rein in die Mitte. No matter how you try, will you always be? Und stellen eine Kerntemperatur von 60 Grad ein. Moment, haben wir 17 Grad. Jetzt muss es bis zu einer Kerntemperatur von 60 Grad garen. Und wird schön rosa. Also jetzt ab in den Ofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze. Für Fleisch ist besser Ober- und Unterhitze nehmen, denn bei Umluft trocknet es aus durch den Ventilator. Jetzt hat das Fleisch eine Kerntemperatur von 60 Grad erreicht. Aber es muss noch ein bisschen weiter garen und ruhen. Dazu decken wir es mit Alufolie ab und warten noch etwas, bis es eine Kerntemperatur von 65, 70 Grad erreicht. Dann hat es zum Essen den richtigen Gargrad erreicht. Schneiden wir mal an und gucken, wie es aussieht. War noch etwas blutig, darum habe ich es jetzt aufgeschnitten, noch mal kurz in den Ofen gestellt, das leckere Roastbeef mit der Kräuterkruste. Jetzt ist ein bisschen mehr gar, jetzt schmeckt richtig lecker. Und dazu gibt es ein schönes Kartoffelgratin. Wie man das macht, zeige ich euch nächste Woche. Bis dann, wir sehen uns. Never felt so alone.